Guten Tag, wir haben ein Problem. Mein Mikrofon wurde schon wieder nicht aufgenommen. Hatten wir schon mal gehabt und jetzt schon wieder. Ich kotze. Ich habe keine Ahnung, wieso er das nicht macht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls haben wir jetzt zwei Probleme. Das erste Problem, dieses Video kommt heute definitiv nicht mehr pünktlich, weil ich es zeitlich nicht mehr schaffe aufzunehmen plus hochladen. Das geht einfach nicht. Ich muss wirklich langsam wieder anfangen, einen Tag vorher aufzunehmen und nicht immer an dem Tag, wo es auch kommt. Dann passieren solche Sachen wie jetzt zum Beispiel das hier und dann kommt der Part nicht mehr pünktlich. Und das ist zum Kotzen. So, und das zweite Problem, ich habe ja damals, als mir das schon mal passiert ist mit dem Mikrofon, habe ich ja damals noch alles auf einem Speicherstand gespielt und habe gesagt, oh, jetzt kann ich den Part ja nicht nochmal neu aufnehmen, weil ich jetzt nochmal drüber gespeichert habe in dem Part, wo meine Stimme fehlt. Und jetzt, ab jetzt, mache ich 3 Speicherstände, damit mir das nie wieder passiert, dass wenn irgendwann mal mein Mikrofon ausfallen sollte, dass ich einen alten Speicherstand laden kann und von dort aus wieder aufnehmen kann. Ja, jetzt hat der Keggy was ganz Wundervolles und ganz Intelligentes gemacht. Und zwar hat er während dieser Aufnahme, wo die Stimme fehlt, einfach mal 2 von den 3 Speicherständen benutzt, die er sich angelegt hat. Und dementsprechend hat er jetzt natürlich den Speicherstand vor dem Part überschrieben. Und ja, deshalb kann ich diesen Part nicht nochmal aufnehmen, sondern nur kurz euch zusammenfassen, was passiert ist und euch 2 Gespräche einblenden, die relevant sind. Und zwar ein Gespräch bezüglich der Mannschaft, der Piratenmannschaft, der Piratencrew. Und am Ende kommt eine äußerst interessante Info ans Tageslicht bezüglich Eisen. Also viel Spaß erstmal damit. Alright, everything's all fixed up. Now to polish this ship from top to bottom. You really throw your back into your work, don't you? Why shouldn't I? The Von Elty is our pride and joy, our weapon. And most importantly, our home. I'm sure you've heard this before, but she's one odd-looking ship. The Von Elty was built by the Kingdom 12 years ago, using the very best technology available. She was designed for search and seizure operations on the high seas. Apparently, her unusual design comes from an engineer who is familiar with technology from the far continent. But on her maiden voyage, a string of mysterious accidents took the lives of the captain, then the second, and then the third in command. People thought the ship was bad luck. She was about to be scrapped when Captain Eifried came and snatched her for himself. If the ship was bad luck, why did Eifried want it? Well, I'm sure part of it was that he wanted a sturdy ship capable of reaching the far continent. But when I asked him why, he said, she looks interesting. She's too interesting if you ask me. We've been chased by storms, struck by icebergs, attacked by a giant whale. You name it. 3 years ago when the first mate arrived, it all made sense. To think we'd been haunted by a Reaper the whole time. Oh, come on. Don't go blaming the captain and the first mate for every bad thing that happens. I bet you're all just frustrated because you're forced to go where they tell you. None of us are forced to be here. We're here because we choose to be here, and we do so fully knowing what sort of men the captain and the first mate are. Anyone can leave the crew whenever they like. We're free pirates, each of us, here because we want to be. Some of us love adventure, some are looking to test their fate, and some are just searching for a good place to die. We're a ragtag bunch of rogues, that's for sure, but not a one of us has died carrying regret or resentment. So we're glad to help out you and yours, but you'd best not forget what we stand for. I won't. They're quite the crew, aren't they? Were all those accidents truly caused by your power? Yeah. I've been searching far and wide for a way to lift the Reaper's curse. But when I couldn't find a single thread to follow on this continent, I turned my eyes to the other side of the ocean. And that's why you boarded this ship. And a fine ship she is. The Von Eltia was built from 1,000-year-old wood, you know. Before I found my coin, she was my vessel. But then the accidents came. And then Eifried stole the ship. Did he know you were on board? Definitely. He had pretty solid resonance going for him. Although at first, I think he assumed I was just a dour-eyed lubber worthy of little notice. I suppose being a Reaper tends to take its toll like that. No argument there. But still, whether they could see me or not, they didn't act any differently at all. I fought my damn curse with everything I had. And Eifried and his crew fought right along with me. Hell, we even finally made it to the far continent. And you didn't find anything there? To help with your curse? I didn't even look.
But that's why you went there, isn't it? Eventually, I just got tired of fighting back. The crew, they taught me how to feel alive. And the joy of pursuing my dreams alongside good friends. Das fand ich ganz interessant. Und zwar, dass Eisen von Anfang an in der Mannschaft dabei war, sozusagen. Ja, dass die Leute mit Ifrit halt diese Piratencrew gegründet haben und dieses Schiff sich geholt haben, obwohl es verflucht war und alle dachten, dass es halt am Schiff an sich liegt, dass es irgendwie so ein Fluch drauf liegt, aber das lag von Anfang an Eisen, nur konnte halt keiner Eisen sehen, weil die Resonanz der Menschen damals noch nicht stark genug war, um Eisen zu sehen. Wie er sagte, nur Ifrit konnte ihn sehen, weil Ifrit hatte wohl eine besondere Resonanz gehabt, wie vermutlich der kleine Lafi-Set von früher oder zum Beispiel Artorius, der konnte ja auch Malakim sehen. Und so wahrscheinlich war auch Ifrit, das auch so eine Resonanz hatte. Ja. Und früher war dann das Schiff der Träger von Eisen. Und dementsprechend hatten alle, die das Schiff vorher benutzt hatten, Pech gehabt, weil Eisen die ganze Zeit auf dem Schiff war, nur keiner hat ihn gesehen. Es ist wie so, als wäre er das Gespenst auf dem Schiff gewesen. Ja, und dann sagte ja, der Matrose sagte ja von wegen, yo, Eisen kam erst 3 Jahre danach zu ihnen ins Team. Und das war wahrscheinlich genau der Punkt, wo Artorius dann Innominat beschworen hatte und alle Menschen diesen Resonanzschub bekommen haben und somit konnten sie ab da Eisen sehen. Ja, und ab da denken sie, dass er halt der Mannschaft beigetreten ist, obwohl er halt schon vor ihnen auf dem Schiff war. Das fand ich eigentlich ganz interessant, diesen Fakt, dass Eisen schon immer auf dem Schiff dabei war. Und weil ich dachte erstmal so von wegen, ja, die sagen ja von wegen, yo, das Schiff, wir hatten mit dem Schiff Unglück gehabt, weil es liegt am Schiff und so weiter. Und dann wollte ich sagen, ja, natürlich hattet ihr Pech gehabt, weil Eisen war ja dabei. Ja, und es liegt ja an ihm und nicht an dem Schiff. Aber wie es aussieht, lag es auch wirklich von Anfang an ihm. Auch wo er angeblich nicht in ihrem Team war, war er da und hat ihnen schon Pech gebracht. Oh Mann, Eisen. So, und der zweite besondere Teil in diesem Part war eine Sidequest. Eine Sidequest, die sich um Rukuro gedreht hatte, ja. In den Kommentaren wurde mir geschrieben, dass es in Renid eine Sidequest gibt und dass ich da zurückkehren konnte. Ich hatte erstmal Panik gehabt, dass ich da nicht mehr zurück kann, weil nachdem ich in Ysyld fertig war und zum Zexon-Hafen los segeln musste, konnte ich halt Renid nicht auswählen. Und ich hatte irgendwie Angst, dass ich jetzt zu spät das bemerkt habe und die Quest nicht mehr bekomme. Ja, und jetzt aber tatsächlich, nachdem man im Zexon-Hafen ankommt, mit der Crew ein bisschen redet, kann man wieder losziehen und wieder nach Renid zurück. Ja, und zum Glück habe ich das nochmal gemacht, zum Glück habe ich nochmal geguckt, ob ich wirklich nochmal zurück kann und bin nochmal nach Renid zurückgereist und dort gab es dann einen NPC, der mir irgendwas darüber erzählt hatte, über ein gefährliches Monster im Laban-Tunnel, wie auch immer. Did you guys hear? The search party that went to the Laban tunnel was wiped out by a demon. Really? They were the ones out searching for Count Capilouse, weren't they? You mean the one who managed to get kidnapped? Despite everyone else at his manor, servants and children alike getting killed? You'd think noblemen like that would have some decent exorcists among their personal guard. Suppose he did. But I heard every blade there, sword and spear alike, was found chipped and cracked to hell. What kind of demon could do that? Who are the Capilouses? They are one of the great noble lines, on par with Oscar's Dragonia family, and have served Midgand for generations. People refer to them as the royal family's hidden dagger. Unlike me, you never hear good rumors about them. They say behind the royal family's glory lies blood and tears shed at the hand of the Capilouse family. But those are just rumors. Although I do know that in recent times, the Count had stood against the rise of the Abbey. I couldn't care less about the whereabouts of some noble, but we should be careful of the demon that took out all those exorcists. Yeah, it sounds like a worthy opponent. Ja, und ab hier war es dann klar, mehr oder weniger, dass es Rukuros Sidequest ist oder eine Sidequest, die sich halt um Rukuro dreht. Spätestens dann, wenn man den Namen der Sidequest gelesen hatte. Ja, und auf zum Laban-Tunnel oder wie auch immer der heißt. Ich hatte auch die Befürchtung, dass ich hier viel zu früh bin, weil als ich hier noch storymäßig unterwegs war, das war ja zu der Zeit, wo wir Artorius bekämpft haben, also das erste Mal gegen Artorius gekämpft haben, stand in den Kommentaren von wegen, ja, dieser Tunnel, der ist erst im Late-Game wichtig, weil dort ist dann eine Sidequest für, eine recht wichtige Sidequest für Rukuro. Und ich dachte, gut, dann komme ich hier wohl später nochmal vorbei, wenn ich irgendwann vielleicht sogar das Fliegebrett und so weiter habe. Und hast du nicht gesehen.
Aber wie es aussieht, konnte man diese Quest auch schon früher haben, aber ich hatte dennoch Angst gehabt, dass ich noch zu schwach dafür bin, weil, ja, in den Kommentaren vorher klang es halt so, als wäre es wirklich so Late Game, wo ich halt schon in Level 50 bin oder sowas und dann wieder zurückkomme. Aber war es tatsächlich nicht, denn das Monster, was ich hier bekämpfen musste, war Level 39. Zwar immer noch recht hoch, weil mein Team ist alles 30 und Level 29 so in dem Feld. Also theoretisch 10 Level über mir. Aber das war ja bei Alarmstufe Rotmonstern immer so, dass die ein bisschen stärker waren. Wobei das hier habe ich gar keine Ahnung, ob das ein Alarmstufe Rotmonster ist oder einfach nur ein Sidequest-Boss ist. Keine Ahnung, auf der Karte wurde er nicht als rot markiert. Deshalb mal gucken, ich muss mal dann zur Schattengilde hin und dann mal gucken, ob das als Alarmstufe Rotmonster markiert wird. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, denn es war ein recht spaßiger Kampf und danach kam ein äußerst interessantes Gespräch bezüglich Rukurus Backstory. We won. I wasn't good enough. What do you mean? That demon was really strong. I don't mean the demon. I mean me. If Shigure were here, he'd have sliced it clean in half. But you use shorter dual blades rather than just one bigger one like him, so of course... No. He'd have done it with a shorter blade too. You can't be serious. He's right. I think Shigure might really be capable of that. Yeah. He's done it before. Can I ask you a question? I don't mind. You want to know more about my clan? Yeah. Well, as the eldest son, Shigure became head of the clan and ran things for a while. But 3 years ago, a rumor started floating around that he was planning an insurrection, and our lord immediately called for his execution. Sounds like he doesn't waste any time. Shigure never particularly cared about our lord to begin with. All he ever respected was personal strength. Then did your lord send you to do the job? Yeah. The only thing that can take down a Rangetsu swordsman is another Rangetsu swordsman. I thought I could handle it. I knew his every trick and had the time and place all planned out. But when it happened... You got your ass beat. Yeah. He made a fool out of me. I came at him with a great sword, and he just used a small one. All the training I'd done, I couldn't land a hit on him. A rude awakening, if there ever was one. Damn straight. I couldn't deny it. Shigure cast aside my great sword and just laughed. Train harder, he told me. I was so frustrated by my weakness, my inexperience. So much so that I wanted to end my own life. So much so that I turned into a demon. Rokuro. In the end, Shigure escaped. And I was arrested for failing to perform my duty and sent to the prison island. And the rest, as they say? So you regret not being able to kill your brother, huh? I know it sounds crazy, but that's just who I am. I'm not here to judge you. I'm just using you for my own purposes. As long as you fight my enemies, that's all that matters. That's the plan. That's what I do best as a demon. Zum Glück habe ich diese Quest gemacht, ja, denn hätte ich diese Quest nicht gemacht, hätten wir vermutlich diese Information niemals bekommen. So wie ich Tales of Spiele einschätze, hätten wir das auf jeden Fall nicht irgendwie später in der Story mitbekommen. Ja, deshalb zum Glück habe ich diese Quest noch gemacht, zum Glück bin ich noch zurückgesegelt und habe es noch gemacht. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, ja. Und ich muss auch generell mal öfters, wenn ich irgendwie so zwischendurch Zeit habe und die Möglichkeit habe, auf eine andere Insel rüber zu schiffen, dann einfach mal rüberschiffen und mal gucken, ob dort irgendwas Neues aufgetaucht ist, irgendwelche neuen Ausrufezeichen aufgeploppt sind oder sowas. Und vielleicht kriegen wir dort auch wieder ein paar neue interessante Sidequests, ja. Das sollte ich auf jeden Fall mir anschauen. So, aber an sich, die Sache jetzt mit Rokuro ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, weil im Prinzip haben wir jetzt herausgefunden, wieso er ins Gefängnis gelandet, wieso er im Gefängnis gelandet ist. Ja, und das war halt einfach, das waren halt einfach seine eigenen Leute. Seine eigenen Leute haben ihn ins Gefängnis geworfen. Nur weil er versagt hat, weil er seine Mission nicht erledigen konnte, und zwar seinen eigenen Bruder hinrichten. Ja, schon allein die Tatsache,
dass er halt nicht stark genug ist, dass er halt nicht mal annähernd stark genug ist, um seinen Bruder zu bezwingen. Ja, das war schon ein harter Schlag ins Gesicht. Und dann auch noch von seinem eigenen Dojo verbannt zu werden und ins Gefängnis geschmissen zu werden, das ist halt bitter. Ja, und eigentlich dachte ich am Anfang ja, dass er auch auf Rachefeldzug ist und dass es irgendwas damit zu tun hat, dass seine Geschwister alle verstorben sind und dass vermutlich sogar sein ältester Bruder Shigure dafür verantwortlich ist. Wobei, das schließt es nicht unbedingt aus, weil kann ja sein, dass die anderen Brüder auch losgeschickt wurden, um halt Shigure zu besiegen und haben es alle nicht geschafft und wurden halt alle hingerichtet oder so. Oder halt sogar von Shigure selbst getötet. Aber im Grunde war das nicht sein Gedanke dahinter, ja. Sondern sein Gedanke war von Anfang an einfach nur, seinen Stolz und seine Ehre wieder zurückzuerlangen. Im Prinzip vor sich selbst und vor seinem Dojo, ja, und ja, das ist auf jeden Fall ein Kriegsdämon oder ein, wie nennt man das, ich glaube Kriegsdämon, er hat sich glaube ich auch selbst mal als Kriegsdämon Dämon genannt und das passt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Ja, gut, ansonsten ist nichts Großartiges passiert in diesem Part. Ah, ich bin da noch ein bisschen rumgelaufen, habe mit ein paar NPCs geredet, aber an sich haben sie nichts großartig Interessantes erzählt oder auch nichts Unterhaltsames erzählt. Deshalb, habe ich so das Wichtigste zusammengefasst, denke ich mal. Und theoretisch würde ich das genauso machen wie auch letztes Mal, sprich, den Part, in dem meine Stimme fehlt, zusammenzufassen in 10 Minuten und dann halt noch bis zu 30 Minuten dann, ganz normal weiter aufnehmen. Ja, das klappt heute aber leider nicht, weil wir haben jetzt schon 16 Uhr und dieses Video sollte eigentlich um 17 Uhr kommen und mir ist dann eher wichtiger, dass es pünktlich ist, als dass es lang ist. Ja, ich sollte mir auch generell wieder angewöhnen, einen Tag vorher aufzunehmen und nicht am selben Tag, wo der Part auch kommt. Weil wenn dann solche Probleme auftreten wie jetzt, ja, dann habe ich halt keine Zeit, sie zu berichtigen. Das ist halt ziemlich doof. Und ich weiß generell nicht, was momentan los ist mit fucking Tales of Berseria, ja. Vorgestern verschlafen, gestern einfach zu spät hochgeladen, heute mein Mikrofon nicht aufgenommen. Was ist denn los? Krieg dich langsam ein, Junge! Mein Gott, ey. Ja, tut mir nochmal leid dafür und ich hoffe, ab morgen geht's dann wieder vernünftig weiter. Ja, ich werde das heute auch schon aufnehmen, damit wir morgen pünktlich um 17 Uhr einen vernünftigen Part haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, passt auf euch auf und wir sehen uns dann morgen. Tschüss. The Bloodwing Butterflies operate in the Empire's shadows. Not even the Abbey knows their full scope beyond whispers and rumor. And you all have a connection to them, don't you? Dark and interconnected is the underworld. We've heard voices in the shadows, glimpsed faces behind paper-thin masks. The attack on High Priest Gideon. Was that at their behest? Yeah, the Bloodwings asked us to take him out. We did it in exchange for information that could lead us to Artorias. Information? You would assassinate a man for mere information? Yes, information on the shepherd who rules the world. Not a bad deal if you ask me. We just work with them when our interests align. Nothing more. That's the kind of thin justification I'd expect to hear from them, too. But the Bloodwings were acting upon knowledge that the High Priest was harming the people of the city. You're right. The incident with the Nectar was the Church's failing. And it seems that the Bloodwing Butterfly Network goes further and deeper than we had thought. They knew about the barrier at the throne, too. And Velvet's expertise at dove mimicry. Would you stop bringing that up? Dove mimicry? What does that mean? I have no idea. There was a dove near the dock checkpoint. That's all. Huh? Right! It was a black, full-chested dove, wasn't it? Cuckoo! A black, full-chested dove? Is that some sort of underworld code word?